Tag 13 in this war of mine, the little ones, und damit ein hey ho und herzlich willkommen hier zurück zu this war of mine. Die Nacht war ruhig, Livers war auf der Suche nach Vorräten und hat einige interessante Dinge mitgebracht. Ja, so, du bist erstmal dafür, dass du da mal guckst. Ich müsste auch... Warte mal. 3 brauchst du? Oder hab... Nee, 2 brauche ich, schätze ich mal, ne? Nee, 2 von 3. Hä? Ich glaube, ich werde da noch mal so 2 herstellen. So. Ichkra, in unserem Keller hat mal diese große Ratte gelebt. Die größte Ratte überhaupt. Jede Nacht hat sie aus einem Loch in der Wand gekommen, hat versucht, uns etwas zu essen zu stehlen und dann wieder zurückzukrabbeln. Ich wusste, ich musste versuchen, sie aufzuhalten. Also zu stoppen. Okay, du gehst mal und stellst mal ein Dings her. Du schaust auch mal, was du da herstellen kannst. Okay, du stellst mal 2 davon her. Du stellst davon mal 2 her. Du bist sehr müde. Ach du Scheiße. Okay, du legst dich erstmal pennen. Sicherheitshalber, ne? So. Weil, wir brauchen unbedingt irgendwie bei ihr mal ein bisschen, ne? Beziehungsweise, komm. Du kannst mal hier was essen. So. Und legst dich auch schlafen. Und du isst auch was. Weil Ishkra ist noch nicht so, ist überhaupt noch gar nicht hungrig. Was ja auch witz ist. Oder witzig, sagen wir mal, ne? So, ja, du machst das mal schnell. Dadurch kriege ich 8 Wasser, deswegen. So, und du stellst jetzt mal das hier her. Das ist so eine Mausefalle, die kann ich dann hier platzieren. Und dann kann ich hier ein bisschen von dem Düngemittel als Köder nutzen, um dass sie, dass dort ein bisschen Fleisch also ein paar Ratten oder so gefangen werden. Da ist jemand an der Tür. Ich habe ihnen etwas mitgebracht. Oh, das... Da muss ich mal kurz nach da oben. Nein. Du stellst mal, machst mal das hier. Ich hoffe, ich bin jetzt auf dem Weg. Ja, okay. Ich denke, das werden sie gebrauchen. Oha. Da bin ich ja mal gespannt. Hallo, ich bin gekommen, um mich zu bedanken. Vielen Dank dafür, dass Sie meinen Vater gerettet haben. Hallo, Sie kennen mich nicht, aber mein Vater hat mir erzählt, wie Sie dabei geholfen haben, ihn aus dem eingestürzten Gebäude zu bergen und ein paar Bandagen mit ihm geteilt haben. Ohne Sie wäre er jetzt tot. Ich weiß nicht, wie ich mich jemals bedanken kann. Mann, ich kann schon wieder nicht lesen. Ich habe nicht viel, aber nehmen Sie doch bitte die Ohrringe. Sie gehörten meiner Mutter. Ja, klar, danke. Danke nochmals, das werde ich nie vergessen. Ah. Das Gute ist, dadurch
kann ich jetzt wirklich hier ein bisschen handeln, wenn der nächste wieder da ist, ne? So, dann bauen wir da mal den rein. Ishkra, du gehst mal spielen. So. Was kannst du denn noch herstellen? Nichts Interessantes, so wie ich sehe. Heizung habe ich ja schon hergestellt. Betten habe ich 2 stehen. Herd habe ich... Kann ich das upgraden? Nö. Okay, kann ich da was upgraden? Auch nicht. Kann ich da was herstellen? Brecheisen, Spaten... Warte mal, habe ich überhaupt noch einen... Ja, Brecheisen und Spaten habe ich ja noch. Okay. Weil dann würde ich sagen... er ist müde, ne? Okay. Wir beenden erstmal den Tag. So. Du gehst ins Bett. Larven. Du gehst links. Du. Bei Erwachsenen schlafen. Bett. Nee, dann schließt du nur. Schlafen. Im Bett schlafen. Okay. Egal. So, Wache. Obwohl, nee, du stehst Wache. Komm. So, was... Wo kann ich denn... Etwas Lebensmittel. Die meisten Leute haben... die kämpfen... fluchtartig. Ja, stimmt, das Sägeblatt brauche ich dafür, ne? Supermarkt, Vorsicht ist geboten. Ruhiges Haus. Aber ich hätte mal, da leben noch die alten Leute, ne? Werkstatt. Vorsicht vor Gefahr. Altstadt. Die Altstadt war früher der Schmitztiegel der Kulturin. Mit ihrer Blablabla auf den Bergen macht sie zum Gefährlichen. Aber wenn wir es riskieren, können wir die Militärstellung auf den umliegenden Bergen machen sie nun zu einem gefährlichen. Vielleicht einige Vorräte finden. Zerstörte Bilder. Es heißt, dass einige Leute noch immer hier leben. Und es Widrigkeiten, den Widrigkeiten, zum Beispiel, oder vielleicht bandeln wir, komm hier. Zack. Dann gehen. Nehmen wir uns das und gehen plündern. Ja, wir gehen jetzt in die zerstörte Villa. Ach du Scheiße. Da ist tatsächlich noch jemand. Deserteure sind keine Disziplinierten. Okay. Schau mal. Kommt die jetzt zu mir? Huch, die ist ja verschwunden. Schnell hier gucken, nicht dass hier jemand ist. Okay. Oh, oh. Alles mitnehmen.
Ich weiß nicht. Gott sei Dank. Hat jemand mit Brettern zugenagelt. Okay. Wann wird das enden? Gute Frage. Ich sollte etwas essen. Okay. Ja, Essen ist wichtig. Schnell. Hihihi. Schnell zum Ausgang rennen. Einfach mal ganz schnell zum Ausgang gerannt. So. Oh, ich glaube mal. Fupp. La 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 la. Tag 14. Im Krieg. Und wir haben... wieder was ausgeraubt. Okay. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Es ist eine Zielgruppe, aber wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Wir haben einige Waffen, aber sie reichten nicht für alle aus. Keiner von uns wurde verletzt. Die Angreifer haben nichts gestohlen. Ich habe... Katja scheint sich an unwohl zu fühlen. Eieiei. Katja, was? Leicht krank. Okay, dann nimmst du mal hier. Du bist sehr müde. Oh Gott. Gehst du mal nach da unten? Bitte jetzt. Ich dachte, ich guck nicht richtig, ey. So, und du versuchst jetzt erstmal Essen irgendwie herzustellen. In irgendeiner Art und Weise erstmal was zu essen herzustellen. Weil sonst... Ne? So, drei Stück davon. So. Katja ist krank. Die Arme. Die Arme, die Arme, die Arme. So. Dann meine Wenigkeit macht jetzt. Warte mal, kann ich da was upgraden? Nee, dafür brauche ich 5 Zahnräder, um eine effektivere Art zu kochen. Okay, 5 Zahnräder. Interessant. So, du bist gleich fertig damit. Das ist schön. Neue Nahrungsmittel. Gott. Der Händler, der Händler. Sorry, aber du gehst an die Tür. Ich muss handeln. Am besten Fleisch, Wasser. Also Fleisch und Wasser, dass ich da wirklich kochen kann, dass ich den Hunger in dem Sinne besiege. Ja, ja. Handeln wir jetzt, ja. Ich kann nämlich falschen. Oder Dosen. Dosen nehme ich auch gerne. Gemüse. Ja. So. Die kann ich gebrauchen. Den ganzen Shit. Nein, Patronen nicht. Patronen brauche ich erstmal nicht. Das Wasser. So. Okay. Auf jeden Fall schon mal den da. Dann kriegst du...
Zucker? Ah, scheiße. Wird nicht reichen, okay. Dann. Okay. Okay, handeln wir. Bitteschön. Dankeschön. Und tschüss. Du machst bitte hier. So, Tür zu. Und essen. Beziehungsweise, warte mal. Du isst eine Konserve. Und du isst hier das. Weil das, ne? So, und du futterst dann die andere Konserve. Dann sind alle erstmal soweit gegessen. Also, versorgt, sagen wir versorgt, ne? So. Die beiden Wasser laufen. Okay. Gut, dann beende ich den Tag. Ich geh plündern, du stehst Wache, du. Schläfst. Du schläfst, weil du bist krank. So, jetzt brauche ich Lebensmittel, eindeutig. Vorsicht geboten, Vorsicht geboten. Menge Materialien. Da ist halt. Ja, sorry. Ist zwar nicht die feine englische Art, aber ich muss dann leider hier schauen, dass ich hier so viel mitnehme, wie ich kriegen kann. So viel ich weiß, sind das auch nur ältere Menschen, die hier hausen. Guten Tag. Ich brauche nur mal hier bisschen was. Zack. 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 Was macht er da? Ich will jetzt nicht, dass er sich hier. Okay, die verstecken sich hoffentlich nur. Kommen nicht irgendwie auf doofe Idee, hier noch wieder runterzukommen. Weil ich will nicht, dass plötzlich der alte da, was weiß ich, eine Knarre zieht und nur ein Peng, weißt du? Das wäre ja nicht so geil. Nicht so wirklich, zumindest. So, weiter geht's. Zack, alles nehmen. So hart es klingt, aber ich brauche die Sachen leider. Und ich meine mal, die sind schon alt. Ist makaber, aber ist leider so, ne? Was sollen die großartig noch ne, damit? Gerade das ganze Zeug. Das
ganze Zeug nehme ich auf jeden Fall mit. Da ist ja ordentlich was an Nahrungsmittel. So, schnell nochmal hier reingucken. Ich weiß, die Folge ist eigentlich schon vorbei. Aber ich will trotzdem nochmal schnell gucken. Nicht, dass ich hier noch irgendwas Wichtiges übersehe. Zack. Hier hinten. Was haben wir hier hinten? Ja, ein paar Teile. So. Und hier haben wir auch noch mal ordentlich was. Gehen wir mal nach hier oben. Zack. Alles mitnehmen. Zack. Auch alles mitnehmen. Dann schauen wir hier schnell mal rein. Da ist ein Brief von Opa Bernard an Ellen. Es freut uns zu hören, dass du anfängst, dein Leben mit deiner Tante zu genießen. Der Krieg ist nicht so schlimm. Es ist nur nichts für Kinder. Genau genommen sagen sie, dass er bald vorbei sein wird. Mach dir wegen uns also keine Sorgen. Oma geht es schon besser. Sie wollte nicht, dass ich es dir sage, aber sie bewahrt etwas Mehl auf, um dir diese Kekse zu backen, die du so sehr magst. Und was mich angeht, nun, ich verspreche dir, dass ich die Schaukel reparieren werde, wenn du wieder zurück bist. Ja. Ich rufe nach Hilfe. Oh, ich rufe nach Hilfe. Hilfe, Hilfe. So, das soll erstmal reichen. Bitte, Sie hören Sie auf. ich werde jetzt erstmal hier alles reinschmeißen. So, auf jeden Fall die Konserven, das Fleisch, die Möhren und das Wasser kommt mit. Dann brauche ich die für Verbesserungen. So, die nehme ich auch gleich mal mit. So, Medikamente können wir auch immer gut gebrauchen. Ja. Und dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht hier bei This War of Mine, The Little Ones. Tschüss, ciao.